Willkommen zur 29. Folge der Let's Play-Serie. Ich hatte zuletzt mir ja schon überlegt, Himmelstadt fehlen aktuell ja hier noch die Lebensmittel. Und da wäre es prinzipiell, glaube ich, schon eine gute Idee, die hier von Fuchsheim ranzuschaffen. Ich habe ja hier schon eine Lebensmittelfabrik. Ja, da muss ich dann sicher auch noch gucken, dass ich da mehr Getreide hinkriege und so. Aber grundsätzlich ist hier durchaus noch Potenzial. Und naja, von der Entfernung insgesamt passt das auch ganz gut. Ich hätte sicherlich vielleicht noch gar nicht weiter geschaut, noch andere Möglichkeiten. Aber wenn man mal hier Himmelstadt sich so reinnimmt und dann die Lebensmittelfabriken beguckt, die man denn hier auf Anhieb so sieht, dann ist das nicht gerade besonders viel. Um genau zu sein, habe ich eigentlich hier gar nichts weiter auf dem Schirm. Interessant, weil es ist ja wirklich erst hier unten und also prinzipiell passt das, glaube ich, schon. Das einzige Problem, was ich habe, oder das wesentliche Problem ist, ich habe eben, damit ich das anliefern kann, das muss ich schon mit dem Zug machen, ich habe keine Gleise mehr übrig. Ich wäre natürlich einfach, hier würde schön noch ein Gleis ranpassen, aber dann reiße ich hier die ganze Industrie und hier unten sind Wohnhäuser, hier oben ist Industrie weg und das will ich ehrlich gesagt dann wirklich nicht tun. Die Stadt ist halt doch inzwischen schon schön gewachsen, haben wir ja auch gesehen, auch sicherlich ein bisschen durch die Unterstützung vom Mod, aber ansonsten war ja auch schon einiges da passiert und klar, wenn man da jetzt dann anfängt, hier nach fast 80 Jahren oder 160 Abrechnungszeiträumen, da nochmal den Bahnhof mitten in der Stadt umzubauen, nun gut, das gibt natürlich Probleme. Ich denke aber, ich habe prinzipiell eine ganz gute Lösung gefunden und das hat auch noch mit einer anderen Geschichte zu tun, wo ich auch schon mehrfach drauf eingegangen bin. Wenn ich mir meine Fernverkehrsrouten nochmal vor Augen führe, dann habe ich ja eine angefangen irgendwo mal in Toppenstedt. Da geht es nach Angel, von Angel nach Himmelstadt und dann habe ich von Himmelstadt ja auch noch nach Quenstedt und nach Toppenstedt eine Route und Quenstedt, Toppenstedt eben auch noch. Kann das hier ganz gut so ein bisschen erahnen an den Verbindungen. Und ich denke, prinzipiell ist diese Route, die ich von Himmelstadt nach Toppenstedt habe, glaube ich, wahrlich nicht ideal. Die ist relativ gut ausgelastet und bringt durchaus auch ein paar kleinere Gewinne. Aber das Problem, würde ich meinen, dieser Route ist, sie schöpft halt Passagiere ab, die denn, wenn es die Route nicht gäbe, eben entweder über Angeln von Toppen, also von Toppenstedt nach Himmelstadt über Angel oder über Quenstedt unterwegs sein würden. Und ich denke, wenn ich die Route eben rausnehme, also komplett lösche, dann würde vielleicht ein paar Passagiere, denen das denn vom Timing her nicht reicht, weil natürlich ist sind die Passagiere schneller, wenn sie hier die Direktverbindung haben. Aber ich denke, ein gut Teil von denen, die würden dann einfach die anderen Routen nutzen. Und wenn man da eben mal so schaut, ich gerade mal ein bisschen geguckt, die Routen, die von Himmelstadt ausgehen Richtung Angel und Quenstedt, das ist ja diese hier, die ist hier und diese hier, die beiden, die sind gerade auch mit der 84 aktuell von 84 durchaus in Sättigung, die Toppenstedt-Routen auf der anderen Seite, aber haben gerade mal so etwa die Hälfte an Auslastung. Und insofern denke ich, wird das für die Routen gar nicht übel sein und das der nette Nebeneffekt ist, ich gewinne ein Gleis in Himmelstadt, was ich denn nicht mehr brauche. Und da könnte ich denn eben nach Fuchsheim die Güter, von Fuchsheim aus der Lebensmittelfabrik die Güter ranholen. Das kleine Problem ist natürlich, ich müsste ja ein Passagiergleis in ein Gütergleis umwandeln und das ist nun so trivial denn doch wieder nicht. Aber ich habe mir das angeguckt, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren, wenn ich eben denke, dass ich das alles so ein bisschen umbaue und am Ende dieses Passagiergleis als Gütergleis nutze, dann sollte das gut funktionieren, indem ich eben letztendlich, sag ich mal, das Gleis und diese Plattform hier tausche und am Rand denn hier auch dieses Gleis und diese Plattform. Das heißt, das Gleis und das Gleis, die blieben halt so und naja, insgesamt ist das von der Breite exakt das gleiche, was ich jetzt auch habe. Dieses Gleis hat dann eben einen Anschluss auf der einen Seite, das ist leider nicht zu verhindern, durch die Passagierplattform und auf der anderen Seite Güter, aber ich denke, man kann denn dieses Gleis so oder so nutzen, das sollte funktionieren. Ein bisschen muss ich da sicher auch gucken von den Breiten, von den Längen der Bahnhöfe, weil naja, klar, im Moment ist das hier ja eher so ein kurzes Teil. Ich brauche einfach nicht so viel Platz für die Passagier.
Bahnhöfe, Passagiergleise. Auf der anderen Seite habe ich teilweise ja jetzt schon ziemlich große und lange, vergleichsweise lange Passagierzüge und das wird sicher eher noch mehr werden. Insofern das Ding hier noch ein bisschen zu verlängern, also die alle, macht bestimmt auch Sinn. Jetzt habe ich es extra deshalb nicht loslaufen lassen, weil ich ja da schon gesehen, hier kommt ein Zug angedampft und ansonsten ist gerade kein Zug da. Die Situation ist also günstig, dann gehen wir das doch mal direkt an. Ich muss als erstes natürlich rundum hier die Anschlüsse, ich muss mir ja auch noch weg, Anschlussgleise löschen, sonst kann ich ja am Bahnhof nicht rumbauen. Und das gleiche wird dann auch hier unten passieren. Die Idee ist einfach, ja, dass denn da, wie gesagt, das zusätzliche Gleis, das werde ich denn nutzen, wenn ich die Folge wegmache, um denn da noch eine zusätzliche Fuchsheim-Route zu führen. So, das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Dann kannst du mal hier raus, mal gucken, wie das hier mit dem Bahnhof wird. Und wie gesagt, allzu viel muss ich eigentlich gar nicht abreißen. Eigentlich nur dieses Gleis und dann machen das mal der Reihe nach. Muss man aufpassen, dass das dann auch wieder alles. Naja, eins nach dem anderen. Nehmen wir erstmal die Plattform raus. Am Ende kommt dann auch er hier noch mit weg. Das muss ich am Ende bedenken, dass da auch wieder noch hier dieses Güterterminal für den Anschluss an der Stelle da ist. Das ist wichtig, weil das schließt letzten Endes den Bahnhof hier an die Treibstoffraffinerie an. So, mal warte, bevor ich hier zu viel aufbaue, machen wir erstmal den hier rein. Gleich wieder ein bisschen Struktur drin ist. So, Gleise. Ich glaube, für die Gütergleise werde ich hier auch nach wie vor auf die einfachen erstmal gehen. Die Hochgeschwindigkeit, ich sehe momentan noch nicht, wie das für die Güterrouten wichtig ist, aber das sehen wir dann. Kann man ja noch umbauen. Also ich meine, so ein Gleis neu setzen, das ist ja dann nicht so das Problem. So, ja, jetzt müssen wir also hier das neue Teil ran. Ja. Kommt so ran. Und jetzt musst du hier noch weg. So, haben wir den auch. Was ist denn das hier? Ach, das war. Ah, okay, das ist noch ein. Ein Außergleis von euch. Was hat er denn hier für Reste? Uah, das ist ja. Was sind denn das für Dinge? Das ist ja seltsam. Okay. Machen wir sie halt weg. Haben wir hier auch noch so ein Restchen? Ja, sieht so aus. Jetzt ist aber ordentlich. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir das alles getilgt da von außen. Dann brauchen wir hier wieder unsere Plattform. Alles natürlich jetzt noch Güterplattform. Ran hier. So. Schön zwischen den Gleisen, dann kann ich mich nicht verklicken. Okay, so, jetzt haben wir denn natürlich hier dieses Gleis, das soll das neue Gütergleis werden. Das werden wir mal hier auch durchaus entsprechend gut verlängern. So. Und ich glaube, die anderen, dann machen wir erstmal normale Gleise. Ich werde die mal ein kleines bisschen jeweils einmal vorne und einmal hinten verlängern. So. Finde das eigentlich recht hübsch. In der Art, dass hier in der Mitte mit der Überdachung und am Rande denn ohne Dach, das ist doch schick. Hier haben wir auch noch Sachen, da könnte ich noch Unterführungen bauen, was ist das, so ein Dach draufsetzen, nö, das soweit okay. Ach, Unterführung brauchen wir auch nicht. Nö, das ist okay. Passt. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Der Bahnhof ist umgebaut. Jetzt muss man natürlich die Anschlüsse alle wieder herstellen und noch die Gleise in Ordnung bringen. Keine Frage. So, das heißt, das
sollte ich einigermaßen hinkommen. Immer auf Auto, naja, hoffentlich kriegt er das hin. Das ist die Passagierroute Quenstedt. Die ist jetzt auf Gleis 1. Dann kommt die Passagierroute von Fuchshain. Die ist dann Gleis 2. Jetzt kommt Angel. Wo ist denn hier der? Ich sehe ihn gar nicht. Oh, jetzt sehe ich ihn. Na, so. Er hing leider gerade da unter der Brücke. So, du kannst hier rangehen. So, und dann haben wir natürlich hier noch die von Simmershofen. Aber hier muss ich vielleicht erstmal die andere. Die Güter. Ja. Na, das war nicht richtig. Jetzt habe ich ihn erwischt, glaube ich. Aber passt. Okay, das sind die zwei. Sieht das auch einigermaßen ordentlich aus? Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen zu viel identifiziert hier. Nein. Ist jetzt nicht so schlimm. Nein, mehrfach erwähnt. Früher oder später haben wir das wahrscheinlich ohnehin alles elektrifiziert. Insofern, wenn wir da jetzt ein paar Oberleitungen mehr haben und erstmal überflüssigerweise, dann ist das sicher kein grundsätzliches Problem. Ich fürchte sowieso, da wo ich sie haben will, wird er sie wahrscheinlich gar nicht immer hinmachen, aber ich will mal nicht meckern, bevor es hier passiert ist. So, na gut, die Kurve 110er, da kann ich erstmal nicht, kann ich nicht viel ändern. So, du sollst dann dieses Gleis hier nehmen. Geht das so einigermaßen? Ja, das sieht doch gut aus. So, dazwischen habe ich dann noch ein Gleis, das wird dann die Güterroute nach Fuchshain. Soweit die Idee. So, jetzt brauche ich hier am Ende allerdings natürlich noch das neue Güterteil. Komm mal her, weil wir brauchen hier den Anschluss nach der Richtung Norden. Und das könnte ein Problem sein. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Weil der macht das ja über die ganze Länge und macht damit natürlich hier die Route. Das ist ja wieder dusselig. Und irgendwie anders ansetzen lässt er mich das auch nicht. Natürlich hier noch eine Plattform hinsetzen. So, hier eine. Also eine extra Plattform und dann nur an diese Plattform ran. Das würde gehen. Aber das verstehe ich jetzt auch nicht. Wieso macht der denn das hier über die ganze Breite? Das ist doch eigentlich vollkommen dusselig. Naja, er weiß natürlich nicht, wo er ran soll. Er macht es einfach so neben dem Bahnhof. Na gut, es hilft ja nichts. Hilft kein Lamentieren. Wir müssen den hier rannehmen. Und dann muss an den das Ding rein. Ja, hilft ja alles nichts. Das ist halt hier auch wieder etwas ungünstig mit den Höhenunterschieden. Die sind wieder enorm. Kriege ich den hier noch daneben eigentlich? Das Terminal? Ich denke nicht. Also das Gütergebäude hier. Nee, ist auch rot. Okay. Wundert mich nicht wirklich. Das sieht wirklich eng aus. Tja, der muss hier weg. Hilft alles nichts. So, das sieht ja soweit erstmal ordentlich aus. Jetzt haben wir hier auch keine Probleme mit anderen Gleisen. Wir brauchen jetzt aber einen Straßenanschluss. Und da fürchte ich, ist denn hier der Höhenunterschied denn doch wieder zu groß. Da ist er ja eigen. Selbst wenn ich hier eine schöne kleine Straße nehme. Ja, das habe ich mir schon gedacht, Steigung zu groß. Ach, das ist aber auch ein Käse. Warum der ständig, ich meine, das ist natürlich, wobei das ist wegen dem Teil, dass er da ständig irgendwie da so eine Höhenunterschiede reinbaut. Ich aber auch, naja, ständig. Das ist sicherlich auch nicht richtig. Aber gut, alles klar, kein wirkliches Problem. Dann müssen wir das halt von hier ranführen, unter der Brücke lang, wo ja ansonsten ohnehin nichts gebaut worden wäre. Kann ich mitleben. Steigung, ja, ist zu groß, ist alles einsehbar. So, hier geht das so weit, sagt er. Machen wir das doch mal so. Und von hier sollte es doch denn kein Problem sein, ja. Baue ich jetzt ein bisschen viel zu, aber gut, so ist es dann mal. Es ist die Treibstoffraffinerie auch wieder in Reichweite passt, also jetzt sollte das gehen. Okay, jetzt habe ich hier noch einen Haufen, ein Haufen Probleme, aber das Schöne ist, und das muss ich sagen, finde ich wirklich gut gelöst. Man kann die ja hier oben alle schön sauber der Reihe nach abarbeiten, weil man sie da gebündelt angeboten bekommt. Also Himmelstadt, wir brauchen ein neues Gleis. Und auch hier kann man ganz gut sehen, das Einzige, was geht, ist die 3. Und dann ist es auch schon richtig.
So, Fuchsheim, Himmelstadt. Da haben wir hier das Problem, wir sind da auf 2. Auch okay. Himmelstadt, Quetschstedt. Du musst hier auf die 1. Damit ist es auch okay. Dann haben wir noch Himsim. Du bist wahrscheinlich dann die 4, ja, so ist es auch. Damit ist er auch in Ordnung. So, und dann haben wir natürlich hier die Route, die ursprüngliche Himmelstadt Toppenstedt, und du bist jetzt wirklich übrig. Tschüss. Die Route ist natürlich aber immer noch da. Und jetzt ist sie weg. Okay, jetzt haben wir noch die Güterrouten. Da sagt er noch was mit Elektrifizierung oder kein Weg elektrischer. Da könnte es sein, dass das mit dem Auto doch nicht so hundertprozentig funktioniert hat. Könnte ich mir denken. Zeig mal. Ja, das war doch klar. Okay, das ist eine Passagierroute. Hier ist es egal, aber ich meine, so ganz nachvollziehbar ist das für mich ehrlicherweise auch nicht. Ich würde sagen, es ist eigentlich eher ein Bug. Aber es kann auch sein, dass wie üblich der Bug vom Monitor sitzt, weil die Gleise auf dem Bahnhof sind elektrisch. Die Restgleise, die hier waren, sind auch elektrisch. Warum macht er da nicht automatisch? Denn wenn ich eben an einer Seite elektrisch und das elektrisch das verbinde, da hätte ich doch gedacht, dass bei Auto denn die Oberleitung kommt. Oder stand das irgendwo auf? Nein, das kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht mehr, aber gut, egal. Das sind die Routen. Hier ist auch, es sollte jetzt an der Stelle passen. Prinzipiell kein Weg elektrisch, aber das hängt damit sicherlich erst in erster Näherung zusammen, dass kein Weg ist. Himmelstadt. Es können nicht alle verbunden werden. Gott, eins nach dem anderen. Die anderen sollten eigentlich einfacher gehen. Hat sich mit den Gleisen hier ein bisschen was verändert. Komm mal her. Du hier. Die müsste denn hier auf das... Weil das Ding da weg ist. Das ist aber auch strange. Hier das Teilchen da. Na gut. Dann machen wir das halt neu dazu. Das tut ja nicht weh. Kann man den hier rausnehmen? Himmelstadt Anbau? Was ist das denn jetzt wieder? So. Mach nicht so eine Sachen hier mit mir. Also nochmal. So, hier haben wir natürlich denn hier die 4. Ja. Irgendwie vielleicht, weil das Terminal hier weggegangen ist und dem Namen hat das nicht funktioniert. Aber gut, das sollte sich denn jetzt auf einfache Art lösen lassen. Hier kann ich das auch nicht auswählen. Ja, der ist hier irgendwie weg. Ja, das ist das Problem. Na gut, aber dann machen wir das so. Und du kannst dann hier die 2 nehmen und dann passt das auch. Jetzt muss ich nur ein bisschen gucken. Das sollte ich natürlich, hier lade ich die Maschinen ein. Ich will hier nichts laden, sondern nur entladen. Und das gilt natürlich auch, der steht ja schon hier, für den, der da reinkommt. Achso, das ist diese Route hier, die hatte ich ja noch gar nicht angepasst. Na denn, machst du den? Gehst du auf 1, du kannst hier weg. Ist aber eigentlich richtig da mit der 1. Fehlt mir da irgendwo noch was? Die Haltestelle hinzufügen. Du sollst auf. Warte mal, zeig mal her. 1 ist prinzipiell richtig für die Route, ja. Fehlt ihm nur irgendwo was. Haben wir da noch irgendein Fitzelchen vergessen? Oberleitung sieht gut aus. Das sieht ja eigentlich auch ordentlich aus.
Hier fehlt was. Ja, nicht elektrifiziert. Jo, warum eigentlich nicht? Habe ich da das falsche Gleis geklickt? Ich schlumper ja. Muss ja wohl. Na gut, dann ist das so. Dann müssen wir da noch mal ran. Wobei, jetzt haben wir doch hier, ich sehe das doch hier. Hat er die im Bahnhofsbereich denn nicht, da wo die Dinger hier sind? Dann kann ich jetzt hier gerade nichts erkennen, aber hier halt, das war ich auch beim Falschen. Na gut. Machen wir die hier mal. Manchmal vertut man sich halt auch ein bisschen. Oh, das sieht jetzt gut aus. Jetzt hat er da oben nicht mehr ein Problem. Würde ich doch denken. Was haben wir jetzt hier? Kein Weg elektrisch. Witzelchen. Ja, ich glaube hier so dazwischen irgend so eine kleine Ecke. Eine kleine Ecke hier. Weil eigentlich. Eigentlich sieht es gut aus, finde ich. Wollen wir das mal noch weiter verfolgen. Hier haben wir alle erwischt. Schon. Eigentlich sieht das ordentlich aus. Gut, ich lasse das mal gerade laufen, aber melden folgende Probleme. Kein Weg elektrisch. Er steht da in der Tat herum. Schlecht. Irgendwie ist hier auch. Ich finde, die sind sehr nah beieinander, aber nee, das ist einer nach links, einer nach rechts. Die an der Seite und da sitzt er dann plötzlich hier, weil das mal Doppelgleis ist. Mal die Gleise hier begucken. Er soll ja auch hier hin. Da ist er ja. Und das ist korrekt, das ist sauber. Und dann den richtigen. Dann fahr du mal. Ja, jetzt fährt er. Na gut, das, die Meldung ist auch weg. Ja, irgendwie hat er sich da vielleicht verhangen. Na gut, ich habe ihm das ja so ganz knapp auch so unterm Zug, glaube ich, da weggerissen. Also direkt an der Grenze, wo er stand. Das ging halt da irgendwie nicht so wirklich viel besser. Aber okay, okay. So, alle Meldungen sind weg. Zug ist weiter unterwegs. Das ist ordentlich. So muss das sein. Jetzt haben wir natürlich hier noch die irgendwo vollkommen überflüssige Route, was aber auch gar nicht so übel ist. Hat die Stadt ein bisschen mehr Platz. Nehmen wir die erstmal hier so weit raus. Da kommt hier eine Brücke. Und auch alles Kosten, aber wer weiß, wofür man es nochmal braucht. Ich lasse die da erstmal. Mal sehen, ob Himmelstadt dann perspektivisch diese Fläche hier auch nutzt. Irgendwann könnte ich mir schon vorstellen. Das kann ich ja durchaus vielleicht auch ein bisschen unterstützen. Den ich hier. Nein. Straßen passend baue. So ist es nicht passend. Völlig krumm und schief. So sieht es besser aus.
du den hier auch? Ah, der macht schon wieder nach oben. Also, das ist halt immer, wieso baut der ständig diese Rampen? Das ist unglaublich. Ich habe doch keine Höheneinstellung hier. Und ich meine schon diese Straße hier. Warum macht er da so eine Dinger? Das gibt nur Probleme wieder später. Hier ist es alles gerade. Und hier geht's runter. Und wenn die nächste Straße kommt, gibt es wieder Ärger. Ach Mensch. Haben wir das hier vielleicht noch gerade so reingebaut bekommen, aber ich bin da wirklich echt verwundert. Ich meine, klar gibt es ja auch Höhenunterschiede, aber so häufig, wie mir das passiert, habe ich fast den Verdacht, dass ich da noch irgendwelche Fehler habe, einbaue. Ich meine, hier bin ich auch eher, das sieht aus, als ob er da ein bisschen hoch ist. Woher kommt das nur? Aber na gut, was soll's. Dann lasse ich ihn die Straßen mal selber bauen. Den habe ich ja jetzt selbst hier hingesetzt. Wenn ich das stückchenweise mache und dann erstmal so nach unten mache, ob das vielleicht funktioniert. Also, ich sag mal, jetzt habe ich ihn doch runtergezogen, ne? Das kommt vielleicht hier von meinen großen Stücken. Jetzt ist es okay. Besser. Hm. Naja, aber. Na gut, na gut, na gut, na gut. Das gefällt mir besser. So kann er die Straße meinetwegen nehmen. Da sind wir jetzt ebenerdig. Das ist okay. Na. Das ist doch hübsch. Und hier hast du auch noch Platz. Kannst du alles noch verbauen. Kriegst du sicher hin. Okay. So. Das ist dieser Teil. Hier hat er auch schon wieder noch eine Straße gebaut. Was ist das hier? Das ist von der Straße der Absatz. Na gut. Das ist ja gar nicht schlecht. Weil wir das so weit schon mal hinbekommen haben. Tja, vielleicht nehme ich das Ding ja doch raus. Ich denke, mit der großen Brücke, und da ist ja hier auch ein Tunnel dran, das wird mit Sicherheit heftige Kosten verursachen. Und im Moment fällt mir nicht so recht ein. Also für Himmelstadt werde ich es nicht brauchen. Ich habe alle 6 Guter inzwischen in Himmelstadt. Das Baumaterial kommt per Zug. Die Maschinen, Treibstoff und Lebensmittel jetzt auch. Das sind meine 4 Gütergleise. Und die Werkzeuge und die Waren, die kommen halt von außerhalb, da mit einem LKW. Also zur Güteranlieferung werde ich ja keine Gleise mehr brauchen. Und naja, es könnte höchstens zum Beispiel mal sein, wenn Toppenstedt jetzt, sagen wir mal, Treibstoff bräuchte, dann wäre das dann natürlich prinzipiell eine Variante, den Treibstoff von hier wegzuholen, aber ich glaube, das würde ich nicht machen. Noch zusätzlich Verkehr, um da in Toppenstedt denn den Treibstoff hinzukriegen und dafür dann hier meine Stadt hier zu belasten mit, nein, das werde ich nicht machen. Also nehmen wir die jetzt hier raus. Das sind ja am Ende des Tages auch, wenn ich das nicht irgendwie verlängern hier mit Schiff oder so, aber das ist richtig irgendwie nicht. Na gut. Gehen wir das der Reihe nach durch, was soll's. Aufpassen, dass wir dabei nichts anderes löschen. So eine schöne Brücke, die ich da gebaut habe. Und schick war es eigentlich auch. Aber es hilft ja nichts. So. Ich schon wieder die Bäume hier löschen. Dass die Bäume nachbauen. Was ich auch interessant war, das hatte ich letztens schon nebenher gesehen, dass er offensichtlich hier die Brücke, da hat er die Felder darunter nicht gelöscht. Wenn das ebenerdig wäre, dann wäre auch noch Lebensmittel, dann wollen wir alle Lebensmittel. Und dann macht er die doch eigentlich weg, die Felder. Mit Brücke offensichtlich nicht. Jetzt sind wir hier bei Tunnel. Es ist einfacher, hier auch die Bäume zu erwischen. Oh je, als das Gleis. Na komm mal, wir drehen das mal ein bisschen hier, dann sollte das eigentlich
einfacher gehen, aber auch nicht so einfach. Hier habe ich schon wieder nur die Bäume oben drüber. Sag mal. Und das ist jetzt aber gut. Ich fummel mir wieder einen ab, das ist alles unglaublich. Und hinterher gucke ich es mir dann wieder an und die Hände vor dem Kopf, wie dusselig ich mich wieder angestellt habe. Na gut. So, also, das kann hier aber meinetwegen bleiben. Vielleicht Toppenstedt, dass das Gleis doch mal noch für irgendwas gut ist. Aber das andere, das kann man dann vielleicht doch mal jetzt gerade weggemacht haben. Ich glaube, das ist einigermaßen vernünftig. So, also würde ich sagen, die nächste Aktion ist natürlich dann, hier die Lebensmittel von Fuchshain ranzuschaffen. Aber ich denke, das fange ich jetzt nicht mehr an. Das wird mit Sicherheit doch eine etwas größere Aktion. Hier hat sich das weiter ganz ordentlich entwickelt. Ja, ein bisschen muss man jetzt hier erstmal wieder nachziehen. Aber das werden wir sehen. Hier die 32 Lebensmittel, das ist das Ziel für die nächste Folge. Für den Moment verabschiede ich mich dann wieder. Bis zum nächsten Mal.